Die Digitalisierung macht vor keinem Bereich unseres Lebens Halt. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Alles wird immer digitaler. Maschinen warten sich selbst, Roboter kommunizieren miteinander und dann all die kleinen Helferlein in unserem Alltag. Das macht angreifbar. Schutz tut Not. Stichwort Cyber Security. Ein Thema, das Dirk Althaus als Wikifolio Trader umtreibt. Herzlich willkommen, Dirk. Vielen Dank. Dirk, du bist ja seit 2017 dabei und führst gleich mehrere Wikifolios und die beschäftigen sich mit den übergeordneten Trends der Digitalisierung. Welche Trends sind das genau? Das ist richtig, Jessica. Ich habe da mehrere Wikifolios in verschiedenen Trendbereichen erstellt. Und eins davon ist zum Beispiel das Augmented Reality Innovators Wikifolio. Das habe ich relativ früh erkannt, dass da im Bereich Virtual Reality und Augmented Reality relativ viel passiert. Und da ist ja gerade dieses Metaverse-Thema, was da im Raum steht, wo keiner wirklich weiß, ob das jetzt irgendwann mal Realität wird oder nicht, dass wir da mit so Brillen rumlaufen. Das ist eins der Wikifolios und mein Hauptwikifolio ist aber das Cyber Security Innovators Wikifolio, das sich ja den ganzen Themenbereich Cyber Security widmet. Und du bist ja auch selber in dem Bereich tätig, in deinem wahren Leben. Welchen beruflichen Background hast du? Genau, ich bin seit ungefähr 15 Jahren in der IT-Sicherheit tätig tatsächlich, in den letzten 10 Jahren bei entsprechend Security-Herstellern auch. Und da habe ich halt relativ früh schon erkannt, dass man da auch wirklich ja, gut investieren kann. Ich habe auch damals schon vor Wikifolio angefangen, in IT-Sicherheitsfirmen zu investieren, in meinem privaten Depot. Und irgendwann 2017 habe ich dann Webinar von Wikifolio besucht. Die Idee fand ich halt klasse und habe dann das Ganze in einem Wikifolio-Mantel quasi gegossen. Das Portfolio da abgebildet, hat dann verschiedene Vorteile, auch dass zum Beispiel halt, ich sag mal, Friends and Family auch dort entsprechend dort mitmachen konnten. Was ist die Grundidee deines Wikifolios? Kann man das in wenigen Sätzen zusammenfassen? Genau, das Thema Cyber Security, ich sag mal, das Trendthema Cyber Security, habe ich schon mal früher gesagt, aber mittlerweile ist es eigentlich klar, das ist einfach nur, ist ja ein Dauertrend, damit ist eigentlich gar kein Trend mehr, sondern nur das Thema Cyber Security. Will ich eben abbilden, aber es gibt eben verschiedene Untertrends innerhalb der Cyber Security, verschiedene Technologien und das wechselt jedes Jahr letztlich. Das war im Corona-Crash zum Beispiel, wo alle von zu Hause aus arbeiten sollten, das Thema, wie schütze ich meine Mitarbeiter im Heimzugang, ja, oder wie ermögliche ich jetzt überhaupt den Mitarbeitern Programme zu nutzen von zu Hause aus. Da haben Firmen wie Zscaler zum Beispiel davon profitiert massiv oder auch Okta. Und ich versuche halt im Wikifolio diese Trends zu finden und frühzeitig in diese Firmen zu investieren. Ja vorhin, schon in der Anmoderation gesagt, also Cyber Security ist in der digitalisierten Welt einfach unabdingbar geworden. Ohne geht's nicht. Du hast gerade auch die Beispiele aus dem Homeoffice zu Corona-Zeiten genannt. Heute werden ja selbst Kriege mehr oder weniger virtuell geführt. Da sind dann eben auch Hacker am Werk, die vielleicht eine Verwaltung eines Landes lahmlegen oder einzelne andere Bereiche. Wo und welche Bereiche sind denn das besonders, die von Cyberattacken betroffen sind, wo die durchgeführt werden? Also generell kann jede Firma betroffen sein, ganz klar. Es kommt auf die Motivation von Angreifern an. Ja. Es gibt, sage ich mal, drei Hauptmotive. Einmal sind die finanziell motiviert, also die meisten Angriffe, die sind rein finanziell motiviert. Und da gucken sich die Hackergruppen, suchen sich Firmen aus, einmal, wo es was zu holen gibt, aber auch, wo die Aussicht auf Bezahlung halt gut ist. Ja. Und da werden zum Beispiel Erpressungstrojaner eingesetzt. Dann gibt es Hacktivist-Gruppen, zum Beispiel Anonymous ist da ein prominentes Beispiel, die eben politisch motiviert sind und irgendwelche Missstände aufmerksam machen möchten, die zum Beispiel Daten veröffentlichen, die sensibel sind, die auch geheim gehalten werden sollten. Die werden dann irgendwie geklaut und veröffentlicht. Und dann gibt es noch die State-Sponsored-Hacker tatsächlich, die jetzt auch gerade im Ukraine-Krieg da verschiedene Positionen einnehmen und dort versuchen, da mitzumischen, richtig. Kann man sagen, wen es so am häufigsten trifft? Sind es eher Unternehmen, Endnutzer, Netzwerke, Länder? Gibt es da Statistiken? Genau, es gibt da tatsächlich verschiedene Statistiken und auch Studien drüber. Zum Beispiel die Bitkom jedes Jahr veröffentlicht eine Cyber-Security-Studie. BSI hat da Zahlen zu, auch verschiedene Hersteller veröffentlichter Studien, zum Beispiel Checkpoint oder auch Verizon. Die haben einen Data Breach Report, der kommt jedes Jahr raus. Der ist immer interessant zu lesen auch. Generell ist es so, jeder kann Opfer werden, da ist keiner vorgefeilt. Natürlich Angreifer, die jetzt finanziell motiviert sind, die überlegen sich,
Wer, wo habe ich die besten Erfolgsaussichten? Wen kann ich erpressen? Wer würde es auch bezahlen tatsächlich? Weil die wollen ja letztendlich auch damit was verdienen. Und das trifft oftmals Mittelständler, können aber auch Krankenhäuser sein, der ganze Gesundheitsbereich, also überall, wo sensible Daten auch wirklich liegen. Finance, Banken sind auch meist oder oftmals Opfer so Angriffen. Genau, also keiner ist davor gefeilt. Man liest immer so schön, dass diese Cyber-Angriffe immer häufiger vorkommen. Gibt es auch dazu Zahlen, wie viel mehr vielleicht als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren? Kann man da was sagen? Genau, von den die Häufigkeit der Angriffe habe ich jetzt nichts gefunden zu. Was ich sagen kann, ist, dass die Schadenssumme enorm zunimmt. Mhm. Ja, da gibt es ein Beispiel von Bitcoin. In der letzten Studie wurde veröffentlicht, dass 2019 waren das 103 Milliarden Euro, die in Deutschland quasi an Schaden entstanden sind. Und 2021 waren das schon 223 Millionen Euro. Ja, das hat also wahnsinnig zugenommen. Und wenn man das global ansieht, da gibt es auch eine Statistik von Statista, die ich gefunden habe. Das waren 2001 zum Beispiel nur 17,8 Millionen US-Dollar, also nur in Anführungszeichen. Und mittlerweile wird geschätzt, dass es auf 7 Billionen US-Dollar Schaden hochgegangen ist. Also das ist schon immens. Ist immens. Das ist schon wirklich gigantisch. Du hast ja vorhin schon mal angeschnitten, die Ziele, die die Hacker verfolgen. Es ist ja nicht immer nur die Erpressung, also dass sie Geld erpressen wollen, sondern es sind ja teilweise auch andere Beweggründe. Welche gibt es da noch und wird sowas dann überhaupt publik? Weil man liest ja schon ab und zu, wenn ein großes Unternehmen eben, wir hatten jetzt auch gerade wieder einen Fall in Deutschland, sagt, okay, uns ist es passiert oder es gab ja auch einen großen Elektronikkonzern, Einzelhandel, wo man auf einmal keine Rechnung kriegte an der Kasse, weil das ganze System zusammengebrochen war. Also man kriegt das ja ab und zu auch mit. Kriegt man das auch mit, wenn es um politische Gründe geht? Ich glaube, die Dunkelziffer da in diesem Bereich ist sehr hoch, gerade was Wirtschaftsspionage auch betrifft, also Informationsbeschaffung, sei es von irgendwelchen Konkurrenten, jetzt Beispiel Autobauer zum Beispiel, ja, gab ja mal einen Fall bei BMW zum Beispiel, 2019 meine ich, wo sogar eine Hackergruppe identifiziert worden ist, die sogar von Vietnam, das war nicht ganz klar, vom Staat sogar einen Auftrag bekommen hat, dort BMW entsprechend auszuspionieren und irgendwelche Pläne zu stehlen. Das wurde dann auch später, kam das halt erst ans Licht. Aber ich denke, die Dunkelziffer da ist sehr, sehr hoch, weil eben der Fokus einfach darauf liegt, Daten zu stehlen und nicht aufzufallen. Anders wie bei einer Erpressung, das kommt ja sowieso dann irgendwann hoch, weil das wird ja Lösegeld gefordert. Aber ich denke, dass da die Dunkelziffer sehr hoch ist und das auch wirklich auch mittlerweile wirklich im Fokus, dass man so Angriffe halt überhaupt erkennt. Ja, dass man überhaupt weiß, dass man Opfer ist. Da gibt es verschiedene Technologien auch, die gerade massiv angefragt werden Richtung Detection. Genau, das ist gerade ein Trendthema auch. Und damit sind wir eben bei den Unternehmen, die Cyber Security anbieten, also den Schutz. Kann sich da jeder schützen? Gibt es für jeden im Prinzip den Anbieter, der ja, meinen Computer, mein kleines Netzwerk oder eben die dicke, fette Firma oder eben ganzen Staat schützen kann? Also hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Auch mit den besten Security-Produkten der Welt quasi würde ich nie unterschreiben, dass es hundertprozentig sicher ist. Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen automatisierten Angriffen. Ich nenne das mal Gießkannenangriffe. Ja, die sind wirklich automatisiert. Das können Trojaner sein, die einfach verbreitet werden, die auf gewisse Schwachstellen abzielen, auch von Endanwendern, die zum Beispiel ungepatcht sind. Ja, und wenn ich diese Schwachstelle habe, auch bei meinem Privatlaptop zum Beispiel, und die ist nicht gepatcht und ich werde mit diesem Trojaner konfrontiert, dann ist mein Rechner erstmal kompromittiert. Ja, oder ich bekomme eine Phishing-E-Mail, die ja oftmals sehr gut gemacht sind, ja, wo sich jemand ausgibt für PayPal und man wird auf eine Aktion, man soll eine Aktion vornehmen, Passwort ändern, irgendwie sowas, man klickt drauf, landet auf die Seite vom Angreifer, loggt sich da ein mit den Credentials und schon ist man entsprechend oder hat man die Daten, hat dann der Angreifer entsprechend. Also da ist man nicht vor geschützt, muss man halt entsprechend aufpassen. Und dann gibt es auch noch das sind die richtig die trickreichen Angriffe, sind die sogenannten Spear-Phishing-Angriffe. Das sind also gezielte Angriffe auf einzelne Personen in Unternehmen, ja, wo sich der Angreifer wirklich überlegt, wie komme ich jetzt in dieses Unternehmen am besten rein. Das wird vorbereitet, ja, da wird wirklich auch viel Aufwand betrieben, Informationen werden beschafft, da wird sich genau angeguckt, was für Betriebssysteme laufen, was für Programme im Einsatz sind, was für Patchstände da sind, welche Personen arbeiten in welchen Positionen und um überhaupt ein Einfallstor zu erlangen, ja, und dann geht das meistens vonstatten, dass jetzt zum Beispiel
Es wird ein Datenbankadministrator gefunden auf LinkedIn bei einer Firma. Der wird angeschrieben mit einem sehr lukrativen Jobangebot zum Beispiel. Da ist ein PDF angehangen, die PDF wird geöffnet. Daraufhin wird der Rechner kompromittiert und dann hat der Angreifer quasi schon mal den Fuß in der Tür und kann den Angriff entsprechend dann weiter ausbauen, soweit, dass eben letztendlich vielleicht sogar die Daten gestohlen werden, Daten verschlüsselt werden, je nachdem, was das Ziel von diesem Angriff ist. Das klingt ziemlich gefährlich, also immer schön aufpassen mit den persönlichen Daten und worauf man so klickt. Es klingt aber eben auch so, als ob die Branche ein ziemliches Wachstumspotenzial hat, ja eben auch, weil unser Leben immer digitaler wird. Wo siehst du da besonderes Potenzial? Welche Unternehmen haben die Nase vorn? Wo ist es besonders spannend, mal hinzuschauen? Das ist richtig. Das ist ständig im Wandel auch die IT-Sicherheit. Da gibt es jedes Jahr fast neue Produkte oder auch neue Technologien, auch natürlich der steigenden Digitalisierung geschuldet. Gerade im Trend sind sogenannte OT- oder IoT-Security-Produkte das ein Trendthema, das da gespielt wird. Also Operation Technology, sprich irgendwelche Steuerungen, die Industrieanlagen steuern, sei es von irgendwelchen Versorgern, was ja auch oftmals der kritischen Infrastruktur unterliegt, die sind auch jetzt zunehmend Ziel von Angriffen. Und Firmen hatten da bis vor kurzem noch gar keine richtigen Security-Lösungen. Das natürlich mittlerweile haben die Firmen da auch entsprechend nachgeholt, aber ist immer noch ein absolutes Trendthema. Der ganze Bereich IoT, OT. Wer sind denn also die ganz großen, die Big Player, ohne dass wir hier beraten oder empfehlen wollen? Also ganz vorne ist Palo Alto Networks. Die sind schon sehr lange am Markt, haben entsprechende Produkte in allen möglichen Bereichen. Die decken quasi den ganzen Bereich IT-Security fast komplett ab, machen auch ständig Zukäufe. Das heißt, auch wenn irgendwelche neuen Technologien hochkommen, oftmals kommt das ja aus Israel tatsächlich, so IT-Sicherheitsfirmen, die werden dann geschluckt von den Großen. Also Palo Alto ist da eine Firma, dann ist da noch Fortinet zu nennen. Aber auch ein Trend ist, dass mittlerweile Firmen aus anderen Branchen oder die nicht mal das Hauptaugenmerk auf IT-Security haben, auch dort entsprechend mitspielen wollen, wie zum Beispiel eine Microsoft, die sind mittlerweile auch richtig stark in der IT-Security, oder eine Alphabet, die haben auch letztens wieder eine Threat Intelligence Firma Mandiant gekauft. Die rüsten da auch entsprechend nach. Das heißt, es ist auch ein Trend, dass jetzt auch andere Hersteller aus anderen Branchen oder aus anderen IT-Technologien quasi auch jetzt in der IT-Sicherheit mitspielen und da auch richtig groß geworden sind schon. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, auch für Anleger. Und wer ein bisschen mehr wissen will, kann natürlich mal in dein Wikifolio schauen. Vielen Dank für das Interview, Dirk. Ja, vielen Dank, Jessica, für das Interview. Für die Investoren allgemein habe ich noch einen Blog aufgebaut, auch einen Newsletter. Das heißt, wenn ich neue Positionen mit aufnehme, schicke ich oftmals einen Newsletter raus, wo ich die Position entsprechend vorstelle. Und da ist auch in Zukunft relativ viel geplant, dass ich da mehr Transparenz haben möchte und auch mehrere Interviews im Bereich Cybersecurity zum Beispiel mit anderen Experten dort veröffentlicht werde. Wir sind gespannt. Bis dann. Vielen Dank.